Oh nein, meine Hydrosolar China Power Aktie ist jetzt seit 3 Tagen in Folge 4% im Minus. Alles andere um mich herum steigt, was mache ich nur falsch? Die Börse ist doch nur Glücksspiel. Aktien sind riskant und man kann extrem viel Geld verlieren. Es geht doch nur darum, immer einen Dummen zu finden, der bereit ist, noch mehr zu bezahlen als man selber. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Aber auch nein. Denn bei allem, was an der Börse abgeht, kommt es dabei auf dich an. Es liegt allein an dir. Bist du ein Spieler, ein Spekulant oder bist du ein Investor? Ich sag dir mal gerade heraus, worum es hier geht. Wenn du noch kein Investor bist, dann ist die Aufgabe des Wauzis, dich zu einem zu machen. Hoffe, du bist dabei. Wall Street, Wall Street, Wauzi. Wauzi. Wall Street, Wauzi. Wall Street, Wauzi. Ich weiß, bei vielen Kanälen und Analysen und Berichten über einzelne Aktien geht es um den Chart. Hier steht die Aktie jetzt und man kann noch so und so viel Upside erwarten oder es kann auch ganz nach unten gehen und man guckt so gerne auf diesen Chart, um die Fantasie spielen zu lassen, wohin die Reise noch gehen kann und um sich gerne verrückt zu machen, dass es einfach nicht hochgehen will, weil man ja gerade gekauft hat und ja eigentlich jetzt endlich Kohle sehen möchte. Aber meiner bescheidenen Meinung nach ist das der komplett falsche Ansatz. Ich meine, ich bin ja kein Steuer- oder Anlageberater, ich bin nur ein kleiner Chihuahua. Aber ich möchte mit dir mal ein Szenario durchgehen. Also, du weißt, was eine Aktie ist, ein Anteil an einem Unternehmen. Dir gehört ein kleiner Anteil oder ein großer. Und auf einmal, stell dir vor, es gäbe keine Charts mehr. Die Börse verschwindet von heute auf morgen. Du hast noch immer deine Anteile, kannst sie aber nicht mehr verkaufen. Nie wieder. Bist du dann froh, diese Unternehmen zu besitzen? Hast du dabei ein gutes Gefühl? Oder machen wir es noch bildlicher? Du erbst ein Unternehmen, eine Burgerkette, Wauzi Burgers. Läuft schon seit Jahren, dein Opa hat das Ganze schon aufgezogen und mittlerweile gibt es viele Filialen. Du erbst es und darfst es nicht verkaufen. Bist du dann froh? Du hast Cashflow, du hast die Immobilien. In guten Jahren hast du richtig schönen Cashflow, in schlechten geht es sich so grad plus minus null aus. Hast du dann damit Bauchschmerzen? Oder fuchst du dich in das Business ein, lernst, wie es funktioniert und verstehst es und lässt es weiter für dein Einkommen sorgen? Es gibt viele Unternehmen, die Menschen nie verkaufen wollen. Warren Buffett zum Beispiel sagt, er plant nicht, sein Versicherungsgeschäft je zu verkaufen. Also davon auszugehen, dass ein Geschäft dazu da ist, um wieder verkauft zu werden, ist komplett falsch. Wenn du ein großartiges Business findest, dann willst du es nicht wieder verkaufen. Also immer, wenn du dir die Frage stellst, ob Unternehmen XY jetzt ein Kauf ist, dann frage dich, ist es noch ein Kauf, wenn in dem Augenblick der Preis, der Aktienkurs verschwindet? Nimm dir Amazon als Beispiel. Du kaufst, die Börse verschwindet. Bist du happy? Freust du dich über all die Sachen, die dazugehören und von Menschen genutzt werden, wie zum Beispiel noch AWS, Twitch, Whole Foods und so weiter? Siehst du dich mit Jeff durch ein Logistikzentrum schlendern und euch gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagst dir, läuft! Wenn du so an die Sache rangehst, dann lässt du dich auch nicht von schwankenden Kursen verrückt machen. Du lässt dir nicht den Tag vermiesen, weil du 3% im Minus bist, denn es wäre egal, wenn du 3% im Plus wärst, weil du willst ja eh nicht verkaufen an den nächsten Schlaufuchs. Du lässt dich nicht darauf ein und wirst vom Spekulanten zum Investor. Und wenn du dich davon verabschiedest, Aktien verkaufen zu wollen, wenn sie steigen oder fallen, dann machen dich die ganzen blinkenden Kurse nicht mehr so verrückt. Und die Aussicht auf eine Last Decade, also ein verlorenes Jahrzehnt, wie es uns laut einigen Crash-Propheten und Ray Dalio bevorsteht, bringt dich nicht aus der Ruhe. Denn die letzten Jahre gingen die Kurse ja immer hoch und höher. In einem verlorenen Jahrzehnt gehen sie nur nach unten oder so lange seitwärts, dass die alten Höchststände nicht erreicht werden. Und dann wird es nämlich interessant. Wenn das 10 Jahre lang passiert, dann geht es nämlich nicht mehr um den nächsten Tenbagger oder gar Verhundertfacher oder was auch immer die Leute gerne hätten. Dann geht es langsam ums pure Investieren. Welche Unternehmen laufen unabhängig vom Aktienkurs richtig rund? Wo geht es fundamental bergauf? Wo bieten sich die Gelegenheiten? Und über welche Gelegenheiten ich hier spreche, habe ich schon in meinem Video die perfekte Gelegenheit erklärt. Meiner bescheidenen Meinung nach Anguckpflicht, falls du es noch nicht gemacht hast.
Je nachdem, an welchem Punkt du in deiner Investorenkarriere stehst, ist dieses Video hier oder meine Message vielleicht schwer greifbar. Wie Aktien und ohne Chart und ohne geil teuer wieder verkaufen. Und genau deshalb will und muss ich an dieser Stelle noch eine kleine Lanze für die Dividende brechen. Manch einer sagt ja, Dividende ist ihm nicht wichtig oder gar im Gegenteil. Er findet es viel besser, wenn das Geld im Unternehmen bleibt und dort für ihn weiterarbeitet. Ich sehe das ganz anders. Ich finde, eine Dividende ist für dich als Investoren als psychologischer Faktor extrem wichtig. Denn an der Dividende siehst du auch in wackeligen und volatilen Zeiten, dass es weitergeht und du wirklich am Unternehmen mitverdienst. Der Kurs ist gerade nochmal fett eingebrochen. Geil, ich kaufe meine Dividende und meinen Cashflow jetzt noch billiger dazu. Und wenn dazu das Payout Ratio, also der prozentuale Anteil vom Gewinn, der als Dividende ausgeschüttet wird, niedrig genug ist, weißt du, dass auch noch genug Kohle im Unternehmen bleibt, um dort ebenfalls für dich weiterzuarbeiten. Und wenn ich das richtig sehe, hast du ja eh noch ein paar Jahre vor dir, in denen deine Investments schön für dich arbeiten können. Also wäre doch so eine verlorene Dekade, wo es so 10 Jahre Rabatt auf alles gibt, eigentlich ganz geil, oder wie siehst du das? Damit das wirklich geil wird, musst du jetzt allerdings noch 3 Sachen machen. Erstens, den Wauzi abonnieren. Zweitens, Moonwalk üben. Drittens, das Video über die perfekte Gelegenheit beim Investieren reinziehen. Das war's von mir, deinem Wall Street Wauzi, aka Wauzi. Ich hab da noch eine Sache vergessen. Ich hab letztens in die Runde gefragt, ob es etwas gibt, das du vom Wauzi wissen möchtest. Ich werde demnächst nämlich mal einen Frage- und Antwort-Livestream planen. Damit ich auf alle Fragen eingehen kann, hau die doch jetzt schon mal raus. Also wenn dir etwas unter den Pfotennägeln brennt, dann lass es mich wissen. Peace out!